Westelbe, auch in Magdeburg. Der FCM aktuell in Quarantäne und tief im Keller. Immerhin. Der Trend ist ja da. Wir haben aus den letzten 7 Spielen 10 Punkte geholt und lediglich eine unglückliche Niederlage in Ingolstadt dann hinnehmen müssen. Ausgerechnet da, wo im Vorjahr der Klassenerhalt gefeiert wurde. Die Rettung kurz vor Schluss unter Thomas Hossmann. Der steht jetzt schwer in der Kritik. Der neue Sportchef positioniert sich. Fakt ist, dass in den letzten 2 Jahren keine Kontinuität da ist. Und da kommen wir wieder auf das Trainerthema. Es wurden in den letzten 2 Jahren 5-mal der Trainer gewechselt. Da sieht man, dass das nicht das Allheilmittel ist. Und man sieht es jetzt aktuell auch beim SC Schalke 04. Ja, wie schnell dann eben wieder ein neuer Trainer kommt. Und ich glaube, dass Ausdauer und Kontinuität sich auch bezahlt macht. Der Status quo dennoch besorgniserregend. Magdeburg Tabellenschlusslicht, das traurige Ende eines turbulenten Jahres.